Hi, gerade auf dem Gebiet der Lebensmittel gibt es ziemlich viele Missverständnisse und Mythen und ich dachte mir, ich räume ein bisschen auf. Ich habe daher recherchiert und präsentiere euch heute 25 krasse Fakten über Lebensmittel. Und los geht's. Der weltweit größte Hersteller von Sojabohnen sind die USA. Dann kommt Brasilien, dann kommt Argentinien. Dann kommt China. Beim Hamburger Sülzeaufstand 1919 wurde der Besitzer einer Sülzefabrik von der wütenden Menge in die Alster geworfen, weil vor seiner Fabrik ein Fass zerbrach, aus dem verdorbenes Fleisch quoll. Niemand wusste, dass er auch eine Leimfabrik besaß, für die die Fässer bestimmt waren. Glutamat ist eine proteinogene Aminosäure. Ohne Glutamat kannst du nicht leben. Tomaten enthalten 0,2% Glutamat, was der Grund ist, warum Ketchup aus Tomaten besteht und nicht aus Kartoffeln. Karotten sind gesund, es sei denn, du bist Raucher. Dann sind sie krebsfördernd. Es ist in Wirklichkeit schwierig, von Methanol nur blind zu werden, weil die erforderliche Dosis ziemlich nah an der tödlichen Dosis liegt. Blind wird man eigentlich nur zwischendurch bei einer ohnehin tödlichen Vergiftung. Das Gegengift ist normaler Alkohol. Die Legende besagt, dass Friedrich der Große Kartoffeln von seinen Soldaten anpflanzen und bewachen ließ, die den Befehl hatten, wegzuschauen, wenn jemand Kartoffeln klauen wollte. Der alte Fritz wollte Kartoffeln damit in Preußen populär machen, denn was bewacht wird, muss toll sein. Wann hat dich das letzte Mal ein Politiker zu deinem eigenen Vorteil beschissen? Erdbeeren sind keine Beeren, sondern sammeln Nussfrüchte. Die Nüsse sind die kleinen grünen Dinger auf der Oberfläche. Frische Ananas enthält ein Enzym, das Bindegewebe auflösen kann. Das Kribbeln auf der Zunge bei einer frischen Ananas kommt daher, dass die Ananas eigentlich versucht, dich zu essen. Himbeeren sind keine Beeren, sondern Sammelsteinfrüchte. Äpfel, Birnen, Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche und Mandeln gehören alle zu den Rosengewächsen und können gleichzeitig auf demselben Baumstamm wachsen. Der Rekord liegt bei 40 Fruchtsorten. Die südostasiatische Durian ist bekannt als die leckerste Frucht der Welt, obwohl sie nach gekochter Scheiße riecht. Deshalb ist sie in Bussen und Hotels verboten. Gurken sind Beeren. Kein Scheiß. Der Glibber zwischen den Samen und dem Fruchtfleisch einer Tomate heißt wissenschaftlich Plazenta. Haut rein, Kinder! Das Wort Botox kommt von Botulinumtoxin, das von bestimmten Bakterien hergestellt wird. Und die wiederum wurden benannt nach dem ersten Lebensmittel, auf dem sie gefunden wurden. Botulus heißt Wurst. Niemand weiß, wie eine Paprika eigentlich schmeckt, weil die Geschmacksstoffe erst durch Enzyme beim Zerkauen gebildet werden. Ach ja, Paprikas sind auch Beeren. In den 70ern und 80ern tauchten in Deutschland und Frankreich immer wieder Flugblätter auf, die behaupteten, Zitronensäure sei krebserregend. In Wirklichkeit wird der biochemische Zitronensäurezyklus, der den elementaren Energiestoffwechsel bei allen Lebewesen beschreibt, nach seinem Entdecker Hans Adolf Krebs auch Krebszyklus genannt. Halbwissen ist Nichtwissen. Die beiden Hälften einer Erdnuss heißen Keimblätter. Der kleine Pinökel dazwischen heißt Embryo. Yummy. So sieht ein Chili-Burger in Jakarta aus. Hauptsache noch ein Ei drauf. Das Wort Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz war bis zu dessen Außerkraftsetzung 2013 das längste aktive Wort der deutschen Sprache. Gerichtsmediziner können aufgrund einer Blutprobe nicht sicher sagen, ob du Heroin gespritzt oder einen Mohnkuchen gegessen hast. Im Zweifelsfall gehst du als Junkie. Die Firma Lay's brachte 1998 Chips auf den Markt, deren Fett 0 Kalorien hatte. Der Vorteil, das Fett wird unverdaut wieder ausgeschieden. Der Nachteil, das Fett wird unverdaut wieder aus. Thunfische können bis 800 Kilogramm wiegen. Wie kriegen die bloß in die Dose? Die Kartoffel wurde nach dem italienischen Wort für Trüffel benannt. Tartufo. In Preußen nannte man sie zuerst Tartoffeln. Die Granate wurde nach dem Granatapfel benannt und nicht umgekehrt. So sehen Kartoffeln auf Kreta aus. Ich habe sie Tracy genannt. So, das war's für diese Woche, aber das war noch lange nicht alles. Wo das herkommt, gibt's noch mehr, Baby. Wenn's euch gefallen hat, einfach liken und subscriben und haut eure Comments in die Videos. Haut eure Gedanken schonungslos in die Comments. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.